Stellt euch vor, ihr hättet jemandem diesen Clip von Blake Griffin gezeigt, als dieser damals gedraftet wurde. Der heute 30-Jährige entwickelte sich von einer Highlight-Dunk-Maschine zu einem kompletten offensiven Star und das auf beeindruckende Art und Weise. Heute schauen wir uns mal an, wie er das gemacht hat. Hallo Freunde, hier ist Just a Kid from Germany und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Gefallen dir meine Videos und du möchtest mehr solche Analysen sehen, dann abonniere jetzt den Kanal und aktiviere gerne die Glocke. Erinnern wir uns zurück an einen jungen Blake Griffin, an einen überathletischen, wuchtigen Power Forward, der nicht nur über Gegenspieler, sondern auch über Autos dunken konnte. Zusammen mit Chris Paul und DeAndre Jordan bildete er die Big Three in Lob City. Die Clippers gehörten immer zu den talentiertesten und unterhaltsamsten Teams der Liga, konnten den hohen Erwartungen aber Jahr für Jahr nicht gerecht werden. Darum soll es heute aber nicht gehen, sondern um die individuelle Entwicklung von Blake. Zu Beginn seiner Karriere lebte er als Passempfänger in Korbnähe. Nehmen wir die ersten 5 Jahre, in denen er im Schnitt 2/3 all seiner Makes direkt am Ring vorbereitet bekam, nicht selten durch Alley-Oops. Er war ein grauenhafter Shooter, aber das war für ihn damals kein Problem, da er den Jumper nicht wirklich brauchte. Griffin war eine physische Naturgewalt, der die Liga mit seiner Dominanz in der Zone im Sturm eroberte. Er kreierte wenig für sich selber, ein Fakt, der sich aber im Laufe der Zeit änderte. Anfänglich überhaupt nicht gefährlich aus der Mitteldistanz oder mit dem Back to the Basket, trainierte er hart, um in diesen Bereichen ein besserer Spieler zu werden. Griffin entwickelte sich zu einem zumindest respektablen Midrange-Werfer, wenn auch bei wenig Volumen und vorrangig Spot-Up, und auch bei seinem Post-Up-Game und Finishing machte er Fortschritte. Nichtsdestotrotz lebte der Big Man weiterhin mehr von seiner Physis und Athletik als von seinen Skills und war extrem angewiesen auf Mitspieler wie zum Beispiel Chris Paul. Er legte MVP-reife Stats auf, war aber eher ein Komplementärspieler als ein offensiver Focal Point, so wie er es im jetzigen Stadium seiner Karriere ist. Das Problem, welches uns in einem kurzen Augenblick auch zum ersten wichtigen Punkt führt, war ein ganz einfaches. Seine Position, die eines Power Forwards, entwickelte sich mehr, als Griffin das tat. Die Liga ging immer mehr in Richtung Stretch Force im Stile eines Kevin Loves oder Chris Bosh. Blake entwickelte sich natürlich auch, allerdings kam das mit dem Dreier-Shooting erst zu spät. Um sein Shooting, insbesondere von Downtown, soll es im ersten Punkt gehen. Blake nahm 2015-16 noch 0,6 Dreier pro 36 Minuten, genau 3% all seiner Versuche kam von Downtown. Ein Jahr später waren es schon 2 pro Spiel und 10% aller Würfe und in der abgelaufenen Spielzeit nahm er unglaubliche 7,2 davon pro Spiel, exakt jeder dritte Wurf war ein Dreier. Diese Evolution ist schon beeindruckend, aber schauen wir mal auf die Wurfquoten in diesem Zusammenhang. Denn nicht nur das Volumen ging durch die Decke, er konnte nebenbei auch seine Effizienz verbessern, stand letzte Saison bei respektablen 36%. Blake Griffins Jumper sieht wunderbar aus und er nimmt sie gerne und trifft sie auch. Das war in früheren Jahren anders, die meisten dieser sehr wenigen Dreier waren am Ende der Shot Clock oder wenn er ihn wirklich nehmen musste, beziehungsweise wenn die Gegner ihm unnormal viel Platz gelassen haben. Heute beruht sein offensives Game zum Großteil auf seinem Jumpshot. Zum Vergleich, in seinen ersten 7 Jahren als NBA-Spieler verwandelte er gerade mal 80 Dreier, in Jahr 8 waren es schon 110 und in Jahr 9 sogar 185. Er machte einige wichtige Veränderungen in Sachen Position des Setpoints, Release-Timing und Shot-Preparation und schaffte all das, ohne seinen Wurf komplett neu aufzubauen. Kleine Notiz am Rande, auch sein Freiwurf wurde über die Jahre stabiler und besser, von anfänglich knapp über 50% stand er zwischenzeitlich bei etwas unter 80%, bevor er in der letzten Saison rund 3 von 4 verwandelte. Kommen wir direkt zum zweiten Punkt, der nämlich auf dem ersten aufbaut, es geht um Shot Creation, in diesem Fall Jump Shots aus dem Dribbling. Aus dem Dribbling zu werfen war zu Beginn seiner Karriere überhaupt kein Teil von Blakes offensiven Game, er steigerte sein Volumen im Laufe der Jahre sehr langsam, blieb aber ein ineffizienter Werfer. Laut Synergy nahm er 2011-12 einen Jumper nach Dribbling in 5,1% seiner Angriffe, traf dabei nur eine effective Field Goal Percentage von grauenhaften 27,7%. 2014-15 stand er bei 7,2% der Zeit und immer noch sehr ineffizienten 37,3%.
2018-19 erreichten diese Werte ihren Höhepunkt mit 18,1% aller Possessions und exzellenten 53,1% Effective Field Goal und 1,076 Points per Possession. Nun, schaut man auf die Entwicklung des Wurfes an sich, ist das keine große Überraschung. Jeder, der selber Basketball spielt, weiß, dass man erstmal einen konstanten Wurf erarbeiten muss und dann das Gelernte auf Aktionen aus dem Dribbling anwendet. Griffins Catch-and-Shoot-Jumper musste sich erst entwickeln, dementsprechend auch sein Pull-Up-Jumper. Was man dazu auch nicht vergessen sollte, ist, dass er zu Beginn seiner Karriere dank seiner athletischen Überlegenheit einen solchen Wurf gar nicht mal unbedingt brauchte, außerdem war die Clippers-Offense auch gar nicht so designt. Je mehr Blake aber zum Focal Point seiner Offense wurde, desto mehr Fokus lag er auf seiner eigenen Shot-Creation. Er entwickelte einen Stepback-Dreier und fühlt sich bei den Pistons immer wohler, aus dem Dribbling abzufeuern, sei es von Downtown oder aus der Mitteldistanz. Ich habe im letzten Punkt schon sein Dribbling angesprochen, jetzt geht es um sein Ballhandling, ein weiterer sehr wichtiger Bereich in Griffins Entwicklung. Wie sollte es anders sein, auch in Sachen Ballhandling machte der Big Man große Fortschritte und das, obwohl er von Anfang an gar nicht mal so übel daran war. Heute ist er einer der Besten auf seiner Position, komfortabel mit beiden Händen und er kann sich mit Ball zu den Spots bewegen, zu denen er will, während er das vor ein paar Jahren noch ohne machen musste. Seine Handles erlauben es ihm, Plays einzuleiten oder Gegenspieler aus dem Dribbling zu schlagen. Außerdem schafft er sich so Separation für seine Würfe und Möglichkeiten für seine Drives. Defender sind nun gezwungen, Griffins Wurf zu respektieren, dieser bestraft solche Closeouts mit Leichtigkeit. Auch die Zahl seiner Isolation Plays ging in die Höhe, regelmäßig schlägt er seine Defender mit teilweise sehr schwierigen Dribble-Kombos. In der Transition erinnert er streckenweise an einen Anthony Davis, auch dieser geht sehr gerne von Coast to Coast. Hier wechselt Griffin zuerst Tempo, dann Richtung, zieht schließlich das Foul. Außerdem hat sich Blake einen fantastischen Pumpfake angeeignet, der es ihm erlaubt, sich auf den Weg zum Korb zu machen, wenn Defender angebissen haben. Und das ist der nächste ganz wichtige Punkt, es hat es ihm erlaubt, einen ganz neuen Skill in seinem offensiven Arsenal zu entwickeln. Griffins Weg vom Pick-and-Roll-Man zum Pick-and-Roll-Ballhändler ist fast einzigartig. Nehmen wir wieder 2014-15, dort war er der Rollman in jedem fünften Angriff, der Ballhändler nur in 3% seiner Possessions. 4 Jahre später ein komplett anderes Bild, er war der Ballhändler in 18,4% seiner Angriffe und der Rollman in nur 6,3% der Zeit. Dabei hilft es ihm, dass seine jeweiligen Matchups oft nicht mobil genug sind, um sich über Screens zu kämpfen. Und gehen sie drunter durch, dann wirft er halt. Dieser Bereich eröffnet ihm und den Pistons komplett neue Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz bleibt Griffin ein fantastischer Abroller, aber auch ein hervorragender Spieler für Pick-and-Pop-Actions, auch das sah man zu anfänglichen Clippers-Zeiten eher weniger. Das leitet direkt zum nächsten Punkt über, denn seine Entwicklung als Spieler hängt natürlich auch eng damit zusammen, in welcher Rolle er eingesetzt wird. Man kann nämlich nicht nur sagen, dass er sich verbessert hat und deswegen jetzt anders eingesetzt werden kann, sondern natürlich auch, dass er gerade wegen der veränderten Rolle so gut geworden ist. Das startet schon bei seinem Point Guard. Chris Paul war der primäre Ballhändler und Facilitator der Clippers Offense, während Reggie Jackson eher Score First ist. Bedeutet, dass wir mehr Point Blake sehen, ein Forward, der mehr Ballhandling, Creation für sich und andere und allgemein offensive Aufgaben als Go-To-Guy des Teams übernimmt. Dwayne Casey gibt seinen Spielern sehr viele Freiräume in seiner Half-Court Offense, ein weiterer Pluspunkt für Griffin. Man findet ihn überall und er wird vielseitig eingesetzt. Er lebt am Perimeter, war aber gleichzeitig selten so effizient in der Zone, trotz deutlich weniger Highlight-Plays. Er operiert im Post, allerdings nicht unbedingt als Scorer, sondern als Playmaker. Wird er gedoppelt, wozu Gegner oft gezwungen sind, ist er mehr als bereit, seine Kollegen zu finden. Griffin findet Shooter und Mitspieler im Dunkerspot und obwohl seine reinen Passing-Skills noch ausbaufähig sind, besticht er mit gutem Decision-Making, Spielintelligenz und vor allem Geduld. Blake Griffin entwickelte sich vom Highlight-Dunker und brutaler Macht in der Zone zum vielseitigen Centerpiece einer NBA-Offense dank starker Verbesserung insbesondere hinsichtlich Wurf und Ballhandling.
Wir kommen aber nicht drum herum, uns die Frage zu stellen, ob er seinen, ich nenne es mal Sweet Spot, verpasst hat. Den großen Sprung bei seinen Skills machte er leider erst dann, als es mit seiner Athletik schon bergab ging. Dass Griffin heute ein viel besserer Spieler als damals ist, trotz der abnehmenden Athletik, zeigt uns aber, wie krass dieser Sprung ist. Was wäre aber möglich gewesen, wenn sich beide Primes überlappt hätten, wenn er den Wurf in jungen Jahren schon gehabt hätte? Das ist ein ganz großes Was wäre wenn Lob City einen überathletischen Point Blake mit Wurf gehabt hätte? Wäre der Titel drin gewesen, wäre Griffin MVP geworden, unmöglich zu sagen, die Idee klingt aber gar nicht mal so abwegig. Die Geschichte von Blake Griffin zeigt uns aber, wie wichtig High-Level-Shot-Creation und vor allem ein Wurf in der heutigen NBA sind. Sie zeigt uns auch, dass man mit Ehrgeiz und harter Arbeit eine Menge erreichen kann. Das war meine Analyse zu Blake Griffins Evolution als NBA-Spieler und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!